Wenn es mir unangenehm ist, dann versuche ich mit Kleidung meine Gewichtsabnahme zu kaschieren. Also ich würde versuchen, keine figurbetonte Kleidung an ihrer Stelle zu tragen. Ich würde eher weite Pullis aus dem Schrank holen, weite Hosen. Wenn es mir nicht unangenehm wäre, ja, dann zeige ich meine Dünnheit, meine Zerbrechlichkeit und will vielleicht darüber auch, dass ich es zeige, also indem ich zum Beispiel figurbetonte Sachen trage, auch sogar Aufmerksamkeit und Mitleid von meinem Umfeld haben. Das kann auch sein. Das ist auch eine Möglichkeit. Also ich selbst habe mal erlebt, dass eine Freundin meine damalige Dünnheit so kommentiert hat im Nachhinein, indem sie sagte, ich hätte so damals wie durchsichtig auf sie gewirkt. Das fand ich sehr eindrücklich, aber das hat sie mir damals nicht gesagt, als ich sehr stark abgenommen hatte, im Folge einer Brustkrebserkrankung, sondern erst sehr viele Jahre später. Ja, hier habe ich eigentlich auch wieder zwei Möglichkeiten, ähnlich wie das, was wir in einer früheren Frage auch schon angesprochen haben. Also ich habe einmal die Möglichkeit, dass ich mir eine Schutzschicht aneigne und dass ich quasi vermeide und nicht zulasse, dass mich andere Menschen persönlich kränken und verletzen. Das wäre sozusagen die eine Möglichkeit. Denn es ist ja schon schlimm genug, wenn ich das selber tue, wenn ich mich selbst negativ bewerte, also wenn ich selbst meine Gewichtsveränderung negativ selbst attribuiere, ne? Dann ist es ja schon etwas, worunter ich leide. Und dann muss ich nicht noch den Leidensdruck erhöhen, in dem Sinne, dass ich mich durch andere verletzen lasse. Also das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist natürlich genau das Gegenteilige, die gegenteilige Reaktion, darauf eben offensiv zu reagieren, wie ich es eben auch schon angesprochen habe. Offensiv damit umgehen, offensiv auch mein Umfeld ansprechen, was sozusagen sie an meiner Gewichtsveränderung stört, beziehungsweise womit sie damit ein Problem haben. Ja, ich habe die Möglichkeit, mein neues Gewicht, ob es weniger oder mehr ist, zu versuchen, in mein eigenes Selbstbild zu integrieren und auch bestenfalls möglicherweise ja auch nur vorübergehend zu akzeptieren. Gegebenenfalls ist ja auch der Zustand wirklich nur für eine gewisse Zeit, mit dem ich mich arrangieren muss. Vor allem muss ich aber vermeiden, nur das Negative zu sehen. Das ist ein bisschen vergleichbar mit dem Glas, inwieweit ich das als halb voll oder als halb leer betrachte. Und ich muss mal ein bisschen auch genauer hinschauen, ob es nicht vielleicht doch auch ein paar positive Aspekte gibt, die mit dem neuen Gewicht, mit dem ich sozusagen mich arrangieren muss, die mit dem neuen Gewicht verbunden sind. Ja, hier habe ich verschiedene Möglichkeiten. Wir sind hier wieder bei der Kleidung. Nichts Figurbetontes würde ich Ihnen empfehlen. Eher weitere Blusen, eher weitere Oberteile, um diese zusätzlichen Kilos, die ich vielleicht habe, eben zu kaschieren. Ja, was ich auch aus eigener Erfahrung ja, mich noch erinnere, ist, ich habe damals auch keine auffällige Kleidung getragen, mit der ich gleich alle Blicke auf mich ziehe und auf mich lenke. Also das war eine Strategie. Und man kann natürlich, wenn man jetzt etwas zugenommen hat, auch ablenken von der Gewichtszunahme durch ein schönes Accessoire, was ich trage. Das kann eine schöne Kette sein. Das können irgendwie ganz knallige und tolle Schuhe sein. Das kann irgendwie eine witzige Tasche sein.
Also das sind so alles Möglichkeiten, auch über dann doch ein witziges und schönes Accessoire, was mir gefällt, mich wohlzufühlen mit meinem neuen Gewicht und aber auch abzulenken von ein paar Kilos, die ich vielleicht zugenommen habe.